Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen Squad Builder zu FIFA 15 Ultimate Team von mir. Im Hintergrund seht ihr schon das komplette Team. Wie viel es genau kostet, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das steht auch im Titel. Einfach nachlesen, in der Beschreibung steht das manchmal auch. Das Team besteht aus zwei Paris Saint-Germain-Spielern, Barclays Premier League und Serie A. Und ich muss sagen, das Team hat mich komplett überzeugt in den ersten beiden Spielen. Ich habe erst zwei Spiele gemacht, mehr Zeit hatte ich leider nicht. Aber das Team ist einfach nur ultra krass. Die Verteidigung ist richtig stark, die Außenverteidiger. Also das ist echt richtig, richtig stark, das Team. Würde ich euch empfehlen, nachzubauen. Ich würde sogar sagen, das ist das beste Team, was ich bisher gespielt habe. Ich habe schon viele Teams gespielt, auch viele Teams vorgestellt und ja, das ist im Moment meiner Meinung nach das Beste, weil ich einfach, das erste Spiel war ja das Pink Slips Spiel auf meinem Kanal, könnt ihr auch nochmal vorbeigucken, war es vor einer Woche circa, da habe ich ja 3-2 gewonnen, das war auch ein guter Gegner, muss man ehrlich anerkennen, aber ich habe halt gewonnen, weil das Team echt richtig, richtig stark ist und dann habe ich gerade eben noch ein Spiel gemacht. Wollte eigentlich zwei machen, aber ich wollte das hier jetzt aufnehmen, sonst hätte ich das nicht aufnehmen können, das Video. Habe ich 4-1 gewonnen, was auch richtig krass war. Das Team geht einfach nur ultra ab. Das kann man sogar noch verbessern, aber ja, fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Torhüter. Das ist wie zu oft, ich glaube, jedes zweite Team ist Salvatore Sirigu dabei im Tor, weil es einfach mein Lieblingstorwart ist. Neu habe ich noch nicht probiert, weil ich das eher ein bisschen teuer ist für einen Torwart, aber halt auch ein richtig krasses mit 90 Rating. Aber Sirigu ist auch ein sehr starker Torwart, sehr starke Werte, kostet auch nicht viel. Und unser linker Innenverteidiger ist der zweite von Paris Saint-Germain und der letzte aus der Ligue 1 oder Ligue 1, nämlich David Luiz. Da kann man nämlich auch Thiago Silva stellen, aber den wollte ich mir nicht kaufen, weil das Team of the Year ja schon draußen ist, wenn das Video wahrscheinlich online kommt, denke ich mal. Weiß noch nicht, wann ich das hochlade und nehme das jetzt hier am 10.01. auf. Also zwei Tage vor dem Team of the Year. Ja, wollte mir nicht extra Thiago Silva dafür kaufen, weil der ja teurer ist als David Luiz. Der rechte Innenverteidiger ist Chiellini, kostet nur noch knapp 6000 Münzen mit Anchor als Chemiste. Auch sehr schnell unterwegs, genauso wie David Luiz und sehr starke Defensivwerte. Linker Verteidiger ist Philippe Luiz von Chelsea. 82 Tempo geht klar als Linksverteidiger, geht natürlich auch schneller, aber 82 Tempo reicht natürlich locker aus. Kostet 15.000 Münzen circa, auch mit den Chemiesel Anchored auch, sonst sehr gute Werte. Rechtsverteidiger hat eine Bewertung von 76, vielleicht nicht so gut, aber er hat halt das Tempo, nämlich Konko von Lazio Rom, ein Franzose mit 86 Tempo ist ein besser Wert, aber seine anderen Werte sind auch gut für einen 76er, sind seine anderen Werte auch sehr stark, kostet 1.600 Münzen mit Chemiestil Backbone habe ich ihn gekauft. Die Verteidigung mag vielleicht nicht die beste sein, die ich bisher gespielt habe, aber mit einer der besten. Ich habe, glaube ich, schon mal eine bessere gespielt. Das Squad-Builder dazu heißt auch mega defensiv stark, aber da lief halt nichts nach vorne, deswegen habe ich mir das Ding gemacht. Aber diese Verteidigung ist auch sehr, sehr gut. Kann ich euch wirklich empfehlen, dieses Team nachzubauen. Im Mittelfeld fangen wir mit den linken ZM an. Das ist Fernandinho von Manchester City mit Chemise Powerhouse, habe ich am 28.11. gekauft für 7.700 Münzen. Ist schon ein bisschen länger her, hat aber dafür nur 26 Spiele gemacht. Also ihr seht, ich spiele nicht so viel FIFA, also ich bin jetzt kein Obersuchti. Und er ist einer für das Defensive, also hat auch Arbeitsraten hoch nach hinten und Mitte nach vorne. Deswegen eher defensiv, hat sehr starke Award-Werte. Den habe ich wahrscheinlich auch in jedem zweiten Team drin, weil er mir echt jedes Spiel beweist, dass er ein sehr starker zentraler Mittelfeldspieler ist. Rechter ZM habe ich zum ersten Mal gespielt, oder habe halt zwei Spiele gemacht, aber habe ich zum ersten Mal gekauft, sieht man auch 24.12. Jo, am Weihnachten erstmal Team gebaut, YOLO. Ist eher einer, der nach vorne und nach hinten arbeitet, also Fernandinho nach vorne, Vidal nach hinten und nach vorne, auch sehr gut. Ist ein gemixter Kram da im Mittelfeld, würde ich sagen, kostet über 20.000 Münzen, ist auch schon ein bisschen teuer, hat aber halt auch ein Rating von 85 als ZM. Sehr, sehr gut und seine Around-Werte sind auch sehr stark, auch sehr defensiv stark. ZOM ist ja auch eher ein zentraler Mittelfeldspieler, weil er auch hoch Angriff und hoch nach hinten hat. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß ist nämlich Marquisio
kostet so 5.000 bis 6.000 Münzen auf der PS3, PS4. Auch sehr, sehr gute Allround-Werte und wie ihr gemerkt habt, als 79er ist er groß, 83 Gesamtbewertung. Wie ihr gemerkt habt, habe ich drei Mittelfeldspieler mit sehr starken Allround-Werten. Ich glaube, jeder hat über 73 schlechtester Wert, 74 schlechtester Wert und 78 schlechtester Wert, also von den 6 Werten, die auf der Karte sind. Also das ist echt schon krass hier. Und das Team ist halt, oder wie gesagt, das Mittelfeld ist halt sehr, sehr stark. Da kann man das aber auch verbessern mit, wenn man das offensiver haben will, kann man hier zum Beispiel Oscar hinpacken, also für Fernandinho oder Fabregas. Ne, Fabregas nicht, weil David Luiz braucht ein Ding, also Oscar geht da hin. Und sonstige Brasilianer aus der Barclays Premier League kenne ich jetzt nicht alle auswendig. Für Vidal kann man auch Pogba hinpacken oder für Marchisio Pogba. Aber Pogba kostet über 30.000 Münzen, die wollte ich auch nicht kaufen, weil das Team of the Year halt ansteht und die Preise sinken werden. Aber ich werde mir wahrscheinlich im Team of the Year Pogba holen und für einen davon mal ausprobieren. Aber wie gesagt, das Team kann ich euch empfehlen, wenn ihr günstig bleiben wollt. Dann baut dieses Team, kann man natürlich auch verteuern. Sogar mit Informs, glaube ich. Und dann gehen wir rein in den Angriff. Da auf dem linken Flügel haben wir den zweiten von Chelsea, nämlich André Schürrle, André Apfelschürrle von viel FIFA. Da. Beste YouTuber, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, Mittel, Arbeit sein, auch sehr gut. Und 88 Tempo, richtig schnell unterwegs, einer meiner Lieblingsspieler. Hatte den auch schon vorher, also ich hatte ein Team vor, da war er auch drin. Dann habe ich das Team verkauft, dann habe ich das Team gesehen und da brauchte ich halt wieder André Schürrle, deswegen weiß ich, dass er ein sehr starker linker Flügel ist. Hat auch schon, ich habe mit ihm auch schon mehrere Spieler gemacht, jetzt halt nur zwei, weil die Karte halt neu ist. 10.000 Münzen kostet er mit Gimiste Finisher und sonst hat er noch 83 Schuss und 83 Dribbling, 81 Gesamtbewertung, also richtig, richtig starker linker Flügel. Auf dem rechten Flügel, der gefällt mir noch ein bisschen besser als André Schürrle, weil er 5 Sterne Skills hat, nämlich Juan Cuadrado. Einer hat mal bei Pinkslip in die Kommentare geschrieben, das heißt, er heißt, jetzt weiß ich nicht mehr, Cuadrado, glaube ich. Ich glaube, ich spreche ihn so richtig aus, sorry, wenn nicht. Habe ihn auch schon etwas länger im Verein, seit Oktober kostete da 17.000 Münzen, ich weiß nicht, wie viel er jetzt kostet. Keine Ahnung. 2 Spiele, 2 Tore, richtig gute Ausbeutung, 93 Tempo, also auch sehr schnell unterwegs und 87 Dribbling, einer meiner Lieblings- rechten Mittelfeldspieler da in FIFA 15, weil er halt auch 5 Sterne Skills hat. Und im Sturm ist ein Stürmer, den jeder FIFA-Spieler kennt, nämlich Victor Ibarbo. Einer, den jeder kennt, wie gesagt. Ibarbo, Emenike, Dumbia, Musa und wie sie alle heißen, die ganzen OP-Sweat-Stürmer. 58 Spiele, 44 Tore, 13 Vorlagen, richtig starke Ausbeutung da. 1,88 groß, schnell unterwegs, 4 schnelle Skills, also ja, gefällt mir von den UP-Stürmern am besten, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, das Team kann ich euch wirklich empfehlen, baut das gerne nach und schreibt in die Kommentare rein, falls ihr es gebaut habt oder ja, falls ihr es gebaut habt, wie ihr es findet. Und wenn ihr ein weiteres Squad-Bilder haben wollt, dann schreibt auch den Preis in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich mache nur Hybrids heißt das. Weil die anderen Teams finde ich langweilig vorzustellen. Und dann, ja, wenn euch das Team gefällt und das Video auch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und ciao.